So, heute wollte ich euch mal erzählen, wie ich zum Dobermann kam, wie es alles zustande kam und wie er den Weg zu mir gefunden hat. Und zwar eins muss man schon vorweg nehmen, ich hatte davor schon einen Hund, eine Hündin, eine Mischlingshündin und die mussten wir aber dann einschläfern und dann hatten wir besprochen, ob wir uns nochmal einen Hund zulegen oder nicht. Dann hatten wir auch zeitweise mal einen kleineren Hund vom Tierheim bei uns. Aber ich bin ein Freund von Hunden, mit denen man auch spielen kann. Und deswegen muss es für mich eigentlich schon mindestens mittelgroßer Hund sein, den ich auch ein bisschen anpacken kann und so, ne? So, und dann habe ich mich eigentlich auf die Suche gemacht. So ein halbes Jahr waren wir schon auf der Suche. Und alles mögliche, jegliche Foren durchgesucht und so weiter. Da wird euch auch viel Scheiß angeboten. Also nicht Scheiß, aber so Welpenversand und alles mögliche. Gerade auf Kleinanzeigen oder dieses Quarker oder wie das heißt. Dann gibt es ja noch die Möglichkeit, direkt beim VDH einen Hund zu holen. Also ich persönlich habe eine Privatperson gesucht und habe dann auch eine gefunden. Die hat sogar in einer Welpenbox geschlafen mit denen, ne? Und die hatte 4 oder 5 Stück von denen. Die hatten alle VDH-Papiere, die hat sie aber von Leuten genommen, die sie die Hunde nicht im Griff hatten und hat sie sozialisiert. Und dann habe ich eben eine gefunden, die angesprochene Frau, sind dann nach Saarbrücken gefahren. Das ist ungefähr so, ja, das sind das 300, 350 Kilometer von hier. Und haben uns das angeguckt, wir konnten die Mutter sehen, den Vater und die anderen Hunde. Und das war schon recht imposant, muss man sagen, ne? Die hatte da 4, 5 Stück. Aber was man dazu sagen muss, die hatte noch so einen Holzboden. Und wo ist er jetzt hin? Jeff, hey! Da. Und die hatten alle so 40, 45, fast 50 Kilo. Und da hat es dann schon ordentlich gepoltert. Und ja, dann haben wir uns das halt angeguckt. War soweit alles in Ordnung. Die hat sich auch gut um die Welpen gekümmert gehabt. Es waren 10 Stück, ja. Also da war ordentlich was los. Und dann sind wir erstmal so verblieben. Weil wie es so bei so einem Wurf ist, da gibt es dann, weiß nicht, 50 Interessenten, 100 Interessenten auf 10 Welpen. Und dann war es einfach so, dass wir so eine WhatsApp-Gruppe gemacht haben. Die hat uns einfach so auf dem Laufenden gehalten, was sie so mit den Welpen macht und so weiter. Dann stand für uns eigentlich fest, okay, das ist was. Und na Jeff, wo willst du wieder hin? Da hinten spielen kleine Kinder Fußball, deswegen muss man ein bisschen gucken, sonst ist der Ball wieder weg. Und jedenfalls, dann sind wir so verblieben, dann haben wir uns auf einen Termin geeinigt und dann sind wir dorthin und konnten den auch dann mitnehmen. Und ja, ich wollte eigentlich am Anfang, wenn es ein neuer Hund gegeben hätte, so eine englische Bulldogge haben. Was eigentlich das komplette Gegenstück von ihm ist. Klein und dick und gemütlich. Dann wird das doch, ne? Aber wie gesagt, er ist der ruhigste aus dem ganzen Wurf. Aber auch der dickste, muss man dazu sagen. Wobei das heute auch anders aussieht. Und hat sich ganz gut gemacht. Stellt die Bude nicht auf den Kopf. Draußen dreht er ein bisschen am Rad, aber hält sich alles im Grenzen, ne?
Eben. Und so kam er eben zu uns. Und ja, soweit die Geschichte von ihm. Jetzt buddelt er noch ein bisschen. Ja.